Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever. Just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. So, und somit willkommen zu The Outer Worlds. Wir werden natürlich unseren Charakter erstmal auf gut trimmen. So, dann werden wir hier mal zwei Punkte vergeben. Und über Fernkampf nochmal. So, ich würde sagen, wir haben keine erkennbare Befähigung. Die kommt erst mit der Zeit. So, Geschlechter auf jeden Fall männlich. Haare werden wir uns angucken. Jo, das sieht ganz cool aus. Gesicht. Für die Augenfarbe nochmal ändern. Wow, mach hier so ein Terence Hill Blau. Das reicht mir auch schon. So, und ich heiße natürlich Just Zwenny. Gott, können wir einen eigenen Namen nicht mehr sprechen. Genau wie bei YouTube und bei Twitch oder auf Twitch. So, dann gehen wir hier mal weiter. Charakter ist erstellt, dann kann es ja losgehen. Looks to be your lucky day, my friend. Ich muss sagen, ich lege da nicht immer so einen Wert bei dem Charakter auf das Aussehen. Weil für mich ist das Spiel hinterher interessant und ob der jetzt eine große, eine kleine Nase hat, ist mir egal. Oh, er wird angegriffen. Not likely, bootlickers. Oh, der hat gesessen. Mal entkommen. Mal nochmal Glück gehabt. Oh, ich sitze jetzt bei ihm in der Kapsel, glaube ich, wenn ich das so. Das haben wir ja schon mal ein bisschen angeguckt. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction.
Something wrong? Oh, yes, well, der redet ja ohne Punkt und Komma, also soll ich da noch sagen? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Scheint ja nicht zu funktionieren, oder? Ah. Jetzt. Der Typ wirkt eher wie so ein verrückter Professor. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. Okay. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm all of the colonists are counting on you. Ja, ich werde mal Bestes geben, würde ich sagen. Ich bin mal richtig gespannt auf das Game, auf die Grafik und so. Weil das sah... Die Screenshots, die ich gesehen habe, die sahen so farbig und so toll aus. Gleich erstmal aus dem Raumschiff gefallen. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Okay, so können wir gehen. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Steuerung funktioniert aber ganz gut. Ja, auch und springen hier. Springt ein bisschen weiter, weil der Planet wahrscheinlich, ich würde sagen, nicht so eine Schwerkraft hat wie die Erde. In die Richtung müssen wir. Ja, wir können auch sprinten. Das ist natürlich auch nice. Guck dich um zu schleichen und nicht entdeckt zu werden. So, benutze beim Schleichen hohes Gras, Felsen oder andere Deckung, um dich vor Gegner zu verstecken. Ist aber ganz geil gemacht, dass das Gras so ein bisschen durchsichtig ist. Sieht man natürlich ein bisschen was. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich runter. Okay, ich mag das ja auch, wenn man genau weiß, was man zu tun hat. Ich glaube, die Kleinen, die tun mir ja nichts. Also, schon ganz geil, dass man weiß, da ist eine grüne Markierung und der muss man folgen. So, ich würde sagen, 10 Meter, kann man da einfach so runterfallen? Ah. Ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Okay, so heilen wir uns. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Hey, you, come here. Oh. Ist er hier auch gelandet wahrscheinlich? You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. So, warte mal, Wache.
Aber das Beste, was du bekommst, Spacer Joyce, oh mein Gesetz, das tut weh. Was ist passiert? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. So, ich denke mal, das ist erstmal wichtiger und dann kann man ja mit ihm weiterreden. Aber medizinische Versorgung sollte sein. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. Okay, die Plünderer hören sich ja echt übel an. Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Überredet, weil klar will ich doch die Waffe haben. I'm not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. So. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Okay. Ist eigentlich ganz lieb, wenn er noch ein bisschen Funkstille ist, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir denn? Kryoschlafkomplikationen erkannt. Taktische Zeitdilatation. Aufgrund der Komplikation nach einer überempfohlenen Dauer hinausgehende Kryotase verarbeitet sein Gehirn Zeit anders als andere mit der Taste. Taktische Zeitdilation verlangsamt sie die Welt. So kannst du nachdenken, aber auch handeln. Okay. RB ist das. Okay, das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir Gegner angreifen. Wieder so das Ding mit dem Aiming und Joypad. Okay, hat ja doch ganz gut geklappt. So, Hecken und Schloss knacken, okay. Pseudo-Apfel, das sah eher aus wie eine Paprika, würde ich sagen. Alter, was haben die denn hier stehen? Dixie-Klo oder wie? Das ist auch interessant. Okay, aber wir spielen es jetzt erstmal mit Joypad, weil wir uns da ja auch jetzt dran gewöhnen. So. Wir nehmen erstmal alles. Den können wir auch noch mal plündern hier. Ja, sehr gut.
Ja, das läuft so auf jeden Fall mit der Zeit besser. Ja, mit der Zeitlupe. Ja, das hat ja ganz gut funktioniert. Jetzt bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Energie sieht auch noch gut aus. Jawohl. So, die lädt sich da oben immer wieder auf, ne? Genau, das Blaue. Also ich kann diese Zeitverschiebung, diese Zeitverlangsamung irgendwie, das funktioniert nicht immer. Hey, Leutnant Mercer, alles klar, der gehört zu uns, sehr gut. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts and worse, landing violators. Gull on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. You out of your mind? No way. Once we've dealt with these marauders, I'm hunting that sick freak down. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. So, überzeugen würde ich sagen. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Here we go. Das Aiming mit Joypad ist wirklich schwierig, finde ich. Okay, aber hat geklappt. Wenn man gerade drauf zuläuft, dann geht das sogar. Okay, hat nichts dabei. Plündervandale. Das ist auch mal armselig. Ist auch nichts, okay. Dann wollen wir das Schiff doch mal entern. Oh, Stufenaufstieg 2. So. Zehn Punkte haben wir. So, was haben wir denn? Verteidigung. Dialog, Tarnung. Tarnung ist auf jeden Fall wichtig. Verteidigung ist auch wichtig. Fernkampf, Nahkampf. Versuchen wir mal so ein bisschen so einen kleinen Ausgleich zu schaffen, dass wir alles so ziemlich gleich oder versuchen es ziemlich ausgeglichen zu verteilen. Oh, dann Tarnung geben wir nochmal ein bisschen was. Jo, alles klar. So, und dann haben wir noch, alle Änderungen werden zurückgesetzt. B, nein. So, oben haben wir LB, Charakter, Inventar, Tagebuch. RB. Okay, wollen wir erstmal anwenden. Was sollen wir denn? X anwenden, Y rückgängig halten. Y, alles zurücksetzen. Okay, also nehmen wir mal X.
Bestätigungen können Punktzuweisungen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ja. Okay, das haben sie mal ein bisschen komisch gemacht. Dass man das extra nochmal anklicken muss. So. Hier. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. So, und was willst du bitte machen? Achso, bitte lege sämtliche unrechtmäßig entwendeten Gegenstände wieder zurück an ihren ursprünglichen Platz und verlasse dieses Schiff umgehend, ohne in Panik zu verfallen. Oh, scheiße. Die kann uns ja rausschmeißen hier. I have been programmed to express disappointment. Wollte uns täuschen, ja, von wegen, ja. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Hawthorne hätte mich hier treffen sollen, aber als ich gelandet bin. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. Na, helles Köpfchen. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? I understand. You are speaking metaphorically. You wandered outside oh, das ist auch mal ein widerspenstiger Computer. Diskutiert da stundenlang mit mir rum. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations and congratulations on your life-changing experience. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged. And must be replaced. So. Der Energieregulator des Haupttriebwerks wurde irreparabel beschädigt, muss ersetzt werden. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you okay, understand? Das ist schon mal super. Ja, habe ich verstanden. Best of luck in your search for a power regulator. Weil dann habe ich nämlich überall Zugang und gucken wir mal, dass wir das Teil hier jetzt finden. I'll be with you, friend. I'm Ernie, from the Spacer's Choice Department of Human Resources. Town sent me hereabouts to check on the guards. Now, seems to me, and correct me if I'm wrong here, but seems to me that the ranking officer is dead. Mind telling me what happened here? So, was haben wir denn? Ja, die Wachen und Anwohner haben eine kleine Auseinandersetzung. Ja. Altercation, you say? Yeah, shame as that goes. Spacer's Choice policy strictly prohibits dying during work hours. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on the dirt. So, ich könnte ihre Ausrüstung gebrauchen, wäre ja sonst zu schade. Um die guten Sachen, gute Idee, dann kannst du dich ja gleich noch um dieses Schiff kümmern, genau.
Is that an official Spacer's Choice spacecraft? Weil der geht ja mit uns auch nicht andersrum, einen komischen Tonfall. Do I look like an automechanical sanitation unit? The answer to both questions is no. You don't want to amble on over to Edgewater at your earliest convenience. Constable's office might have work for someone with your, let's just say, aggressive disposition. Oh, and be sure to stop by the Edgewater Provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Hm. Don't get paid bits to chat with strangers. You want to chew the rag? Ja, wir sind ja grundsätzlich neugierig, also fragen wir doch mal. Naja, bin schon weg. Wie viele Meter sind es? Ja, 200. Okay. Läuft ja eigentlich auch ganz gut, also ziemlich schnell. Natürlich. Oh. Okay. Machen wir erstmal. Die sind gedownt. Sehr gut. Okay, Bewohner hat nix. So, Energie ist ja, sieht ja ganz gut aus bei uns. Ich hoffe, das bleibt so. Wie gesagt, Joypad-Aiming ist echt nicht so toll. Oh, das ist mehr. So, hier ist die Stadt. Edgewater. Whoa, hey. Where did you come from? Was mich wundert, dass ich mit der Waffe im in der vorgestreckten Haltung so auf die Leute zulaufen darf. Die da auch noch nichts gesagt haben. Wenn einer mit vor mir mit der Knarre stehen würde, hält die ganze Zeit auf mich, dann ja, würde ich komisch hin. So, ich hoffe, dass wir hier unsere Ersatzteile bekommen. Nee, ich glaube, wir müssen hier nochmal weiter. Fahrstuhl fahren, sehr schön. Mit einer geilen Fahrstuhlmusik. Ha! Ich glaub's ja nicht. The grease monkey, Argo? Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson. Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Ich glaube auch, er bringt da was durcheinander. So it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. Oh, es ist absolut nicht gewillt. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Okay. Ja, ist die Frage. Wie gehen wir mit ihm raus mit der Sprache? Draufgehen? Lass mich raten. Ja, komm. There's a power regulator in the old Botanical Lab. So, als hätten wir keine It's Zeit. Mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the Botanical District over to us. Once their power is shut down, you can have their regulator and be along on your way. Okay.
I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, okay, you will convince those deserters to come back to town. Bin ich mal gespannt, ob das einen Konflikt auslöst, weil wenn die da illegal leben und jetzt komme ich und stelle denen den Strom ab und leite den um, ob das so nett ist. Naja, vielleicht können wir uns ja auch noch ein bisschen umentscheiden. My dad told me all about the plant, taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great. Ja, warum nicht? Wir könnten Partnerin gebrauchen. Ich hoffe, die kann auch gut mit der Waffe umgehen. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you. And thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. So, Begleiter, sehr gut. Verfügbare Vorteilspunkte. Was haben wir denn da? Grad 1. Du bist bei... Nee, du bist seit deiner Stasis gesünder geworden. Ja, gesünder ist immer gut. Ja, war nur ein Vorteil. Zum Aufschließen benötigst du Reeds Schlüssel. Verfügbare Vorteilspunkte. Ich habe dir doch schon vergeben, oder nicht? So, A ist auswählen. So, und wenn ich jetzt X ist anwenden. Wenn ich X drücke. Ah, nee, jetzt funktioniert es. Sehr gut. Hat eben nicht hingehauen. Warum auch immer. If you could see your way to getting us our power back, I'd appreciate it. Go ahead. Ach komm, Gespräch verlassen. Ich habe keine Lust, mit denen jetzt hier rumzulabern. Alter, ich liebe die Musik, ey. Hey, Mister, can we talk? Sorry. Nee, ich talke ja gar nicht. Ich will vorankommen. Can we talk? Nein, wir talken jetzt hier nicht. So. Meter in die Richtung. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Jetzt ist ja auch im Keller. Okay, jetzt wird es mehr, das heißt... Was ist denn das hier? Mülleimer ist das und ich habe aber ordentlich zugegriffen. Frage, ob ich hier überhaupt lang soll, ne? Ja, ich glaube, wir gehen wieder nach oben. Also die Partnerin, die ich habe, die möchte ich eigentlich auch nur haben, wenn es zu Angriffen kommt. Das
wäre für mich erstmal völlig in Ordnung. So, 26 Meter in die Richtung. Hier ist aber die Toilette. Wir müssen sogar noch einen höher. Und wird mir das, doch wird mir angezeigt, 65 Meter, ah. Mich gerade so ein bisschen gewundert, muss ich sagen, weil ich habe die Meteranzeige gar nicht mehr gesehen. Hier. So ein bisschen merkwürdig jetzt hier, ne? Weil 19 Meter. Müssen wir hier doch irgendwas am Terminal machen. Das sind die Protokolle. Konservenfabrik. Merkwürdig. Okay, sie wollte ja die ganze Zeit mit mir sprechen. Machen wir das doch mal. Zu meiner Partnerin hin. Ah, hier können wir den Kühlschrank plündern. Das ist auch geil. Hier ist noch. Ja, das war's, glaube ich, erstmal. Okay, hier können wir ordentlich klauen, ne? Aber das ist ja nicht unser. Soll ja nicht unser Ziel sein. Wo ist denn die jetzt hingelaufen, hier, unsere Partnerin? Wie komme ich denn dahin? Das verstehe ich nicht. Ach, hier ist sie doch. Reden wir mal. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side. Sie hat es auf jeden Fall verstanden, was ich von ihr will, ne? To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Okay, ich kann nicht mehr vor ihr übeln, von hier wegzuwollen. Die Stadt hat ihre Probleme. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision, that'll hurt somebody. Finde ich aber gut, weil sie hatte dieselben Gedanken, wie ich sie auch hatte. Ich hätte ja auch gedacht, wir können die da nicht einfach so, den einfach den Strom abstellen oder so. Wäre ja auch ein bisschen mies. Okay, hier geht's nicht lang. So, Anfrage, Geometra-Anlage, Energieregler deaktivieren.
So, habe ich das jetzt gemacht? So, Anfrage Abschaltungsprotokolle. Tja, wir müssen mal schauen hier, weil wir haben mehrere Ziele hier. Hier geht's ja irgendwie nicht weiter. Hier gehen wir mal hier lang. Bin ich auch nur falsch gelaufen. Ah, das sieht doch schon besser aus. Dass ich das X länger drücken muss, das ist ein bisschen ungewohnt. Ich denke mal, wir grooven uns da schon ein. Aiming. Joypad-Aiming ist echt übel. Okay, haben wir aber ganz gut gemeistert hier. So, was haben die? Ja, er hat nicht mehr. Wir müssen auch nicht alle looten, ne? Das ist halt... ganz gut, dass sie doch schießen kann. Deswegen habe ich auch gedacht, ich nehme sie da mit. Okay, hat geklappt. Energie haben wir nicht viel verloren. Okay, das ist schon mal prima. Und wo schießt der? Da. Ich sehe hier niemanden. Achso, hat sie erledigt, okay. Ich habe nur gesehen, dass sie geschossen hat und dachte, was ist denn hier los? Incoming. Geradeaus zu ist ganz gut. Weg, ja. Sehr gut. Ja, Plündervandalen heißen die und ich kann das aber auch, ne? Sie denn für Leiden, ja. Achso, das ist noch einer, ja. Ja, kommt schon. Sehr gut, 3 Fertigkeitspunkte. 10 haben wir sogar schon wieder. Die verteilen wir wieder so, dass wir überall was von haben. Wobei, wir müssen oben beim Schießen müssen wir auf jeden Fall noch was machen.
So, sehr gut. Dann wollen wir mal weiter. Natürlich eine geile Gegend hier. Aber ich muss sagen, ich habe mir die Grafik noch ein bisschen besser vorgestellt. Wahrscheinlich muss ich da auch noch mal ein bisschen was einstellen, oder? So, gucken wir mal. Ja, die Richtung passt schon. 60 Meter. Jawohl, da sind wir. Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. A Gia what? Look. Plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. Ich muss sagen, es ist krass, ne? Wenn die wüsste, was ich für eine Absicht habe, dass ich da den Strom umleiten will, nur um eine gewisse Gerätschaft zu haben. Und sie ist total unfreundlich zu mir. Enough with the questions. No offense, kann auch nach hinten losgehen, je nachdem, wie ich mich entscheide. So, warte mal. You don't know what enough with the questions means? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if Marauders got to her. So, ich halte die Augen offen. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Could do without the gallows humor. Ja, mal gucken, was wir machen. I'll tell you what I can. So, pass auf. What is it? Wir lassen das jetzt erstmal mit dem Gespräch. Sagen, ich habe da nämlich auch gar keine Lust drauf gehabt. So eine Konversation sind ja mal ganz nett, aber das muss nicht immer stattfinden. Ach, da ist ja Adele. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that among other things. Green Thumb, Grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Ach, die kennt sich von früher. Cool. You should try some als sie noch ganz, ganz klein war. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? So, ihr lebt von der Energie, die der Stadt gekommen, zurück zum Konserven. Das ist auch schon alles. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Kann ich aber verstehen, muss ich sagen. Also, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte auch lieber da draußen gelebt als in so einer Fabrik. So, Reed hat mich gebeten, eure Energie umzuleiten. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it.
You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. So, ich überlege es mir, was hast du gegen die Stadt? Ich habe nicht vor, mich in eure Probleme verwickeln zu lassen. You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. So, du hast da einen Standpunkt mehr als deutlich dargestellt. Ich sehe mal, was ich tun kann. Es gefällt mir nicht wirklich, dass du ihr das vorwirfst. Ja. All right. I ain't so fragile. That was unkind of me. I'm sorry, dear. So, was hast du gegen Menschen, die versuchen, ihr Lebensunterhalt zu bestreiten? It's not much of a living. Every single person in that town has sold themselves to Spacer's Choice. The company owns them. Body, blood, and bones. You've been there. You've seen it. All anyone ever does is toil over a cannery. They give their lives for some heartless corporation, and then they're tossed into a Spacer's Choice brand cemetery. So, du hast wohl nicht ganz unrecht. What do you say? Divert power over to us. Shut down that abominable cannery for good. I trust you will listen to your conscience. Hier haben wir die 200 Meter. Okay, ich kann die ja plündern ohne Ende, ne? Das ist ja keine Frage. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal raus hier. Und erreichen erstmal unsere Ziele. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. So, okay, dann nehmen die Ziele. Da wird es mehr Meter, dann müssen wir wahrscheinlich in die Richtung gehen hier. War so ein bisschen verwickelt hier irgendwie alles. Stehen immer so viele Häuser im Weg. Du weißt teilweise gar nicht, wo du lang sollst, weil du musst wahrscheinlich hier erstmal hoch und dann nach rechts. Wenn das überhaupt geht. Ja, doch, geht. So, noch über 100 Meter. Pilze sehen ganz geil aus, die hier überall rumstehen. Frage ist, wie kommen wir da hin? Irgendwie einen Eingang geben oder so. Ist sie denn da reingekommen? Einfach durchgelaufen oder was? Aua! Alter! Sie war auf jeden Fall... Aua! Ah. So...
Sie war auf jeden Fall da drin im Gebäude und ich kam da nicht rein. Das war ein bisschen komisch. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht ist ja auch hier irgendwo durchgegangen. Ach, hier ist ein Loch. Scheiß Roboter, ey. Okay, ist platt. Mich schon vorhin gewundert, ey, wie ist die denn da reingekommen? Das gibt's ja gar nicht. Wird ja wohl gleich umfallen hier. Krass finde, dass sie nicht explodieren oder so. Der ist platt. Auch platt. Eine andere hier. Da. Ja, komm schon. Ah. Scheiße, jetzt habe ich da nicht drauf aufgepasst. Meine Energie. Okay, letzter Versuch. Und dann machen wir so und so erstmal Schluss. Das ist eigentlich sonst so seltsam, dass ich hier das nicht gepackt habe, weil das ist auch gar nicht so schwer. Nur auf meine Energie achten müssen. Ja, den haben wir ganz gut abgeräumt hier. Die Energie ist noch, sieht noch gut aus. Ersatzteile geklaut hier. Scheiß Kampfdrohne. So, auf die Energie achten. Energie sieht aber noch gut aus. Aiming, ey. Energie. Ah, jetzt kommen die ja auch noch um die Ecke. Ey. Okay, dann müsste aber auch gleich Platz sein. Ey. Weichen wir mal hier aus. Thank you.
keine Munition mehr. Okay, vielleicht komme ich auch so rein. Alles klar, wir haben es geschafft, wir sind drin. Okay, aber es ist trotzdem blöd. Wir brauchen Munition. Ah, leichte Munition, alles klar. The control room should be off to the right. Kaufsautomat. I hope we're doing the right thing. Ist ja auch nicht gerade klein hier. Das ist keine Munition mehr. Bisschen Munition. Ja, mal reingehen hier. Ja, es klappt ja bis jetzt noch wie am Schnürchen. Ja, stellen wir mal Strom ab, würde ich sagen. Ne? Strom umleiten. Volle Energie. Kraftwerkstatus. Okay, jetzt noch 60 Meter in die Richtung. Three switches. That'll be easy enough. Das war wirklich einfach. Okay, die Tür ist versiegelt. Was haben wir denn hier? Inhalator. Das hier Gleitcreme oder was? Stimulotion? Was will er damit dann machen? Okay. Schon mal sehr gut hier. So, Tür aufschließen. Code eingeben. Code Spacer Thompson. Persönliche Dateien, okay. Sehr gut. Das haben wir geschafft. Schon so plündern. Oh, ich habe keine Munition mehr. Oh, ich hoffe, der hat auch gleich Munition für mich. So, Belohnung, Vorteilspunkt. So, ich nehme mal den mal. Langsame Welt. Nehmen wir, sehr gut. Zwölf Meter noch, neun Meter. So, dann müssen wir wahrscheinlich da durch die Tür. Aber der hat... Doch, der hat auch Energiezellen. Die nehmen wir uns auch mal mit. Munition wäre natürlich besser.
ist auch schon wieder ein Scheiß. Processing. Get ready. So. Get away! So in die Richtung. Ich laufe jetzt hier mal ein bisschen weg. Zwar wieder Munition bekommen. Das Gute ist, die Energie erholt sich immer wieder. Scheiße. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Gut, wenn jetzt hier noch ein Mensch rumliegen würde oder so. Jetzt geht's wieder in die Richtung. ...20 Meter... ...10 Meter... ...7, 6... Ah, scheiße. Security. Das ist scheiße, ohne Munition kannst du das vergessen. So. Ah, hier können wir auch noch was abschalten. Sehr gut. 22 Meter. Ah, jetzt kommen die ein bisschen mich verpissen hier. Schön, der hat ein Feuerzeug gehabt. Das freut mich zwar, aber Processing. Ich brauche Munition, das wäre mir lieber. Roboter. So, 18, 17. Gibt's da hier auch ein paar Headshots oder so? Weißt du, wenn ich jetzt ein paar Meter... denn jetzt hin hier? ...16 Meter. Oh, ab hier nach oben. Ich das Ziel nicht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn das Problem jetzt? Ah, ich glaube, hier ist es. Oder? Nee. Das gibt's nicht. Ich habe das Ziel nicht gesehen. Das stand zwar mal 16 Meter und so, ne? Aber machen wir mal weiter. So, 7 Schuss. The control room is off to the right. I hope we're doing the right thing. Great work.
Ja, nur eine Energiezelle. Auch Munition, das ist viel wichtiger. Keine Munition, kannst du vergessen. Bevor wir das aktivieren, können wir ja nochmal gucken, ob wir hier irgendwo was klauen können noch. So, Strom umleiten. Auftrag aktualisiert. 62 Meter. 3 Switches. That'll be easy enough. Das war wirklich einfach. Okay. Ja, die Tür da nochmal aufmachen, aber ich werde mir jetzt hier nochmal gucken, hier kriege ich nochmal Munition. Und dann werde ich die Spinde nochmal abklappern. Den Terminal. Tür aufschließen. Ja, gut. Ja, da fehlt mir noch ein Punkt, dass ich es kann. Also spare ich mir die Munition am Anfang und. Da ist immer noch versiegelt. Habt ihr die Tür aufgemacht eben? X. Persönliche Daten. Kompass. Okay. Hat sich aber gelohnt, die kriminelle Handlung. Die Tür ist immer noch versiegelt, das verstehe ich nicht. Jetzt ein Fehler oder bin ich zu doof? X-Terminal benutzen. So, ach, Code eingeben, genau, das hatte ich ganz vergessen. Müssen wir den Code eingeben? Dann geht hier die Tür auf, den haben wir extra bekommen. So draufhauen, ne. So, jetzt finde ich den das Ziel schon wieder nicht, oder? Wir hatten ja keine Munition gehabt. Zwei Schuss habe ich noch, ne, Ura. Meter.
Ein 40 Meter, das heißt. Sie in die Richtung laufen hier. Sind wir hier? Hier unten. So, jetzt haben wir einen Überbrückungskontakt. Jetzt müssen wir den wieder irgendwo anbringen. So, wie komme ich denn jetzt hier nach unten? Und zwar nach links. Umladungsschalter, da ist der. Da muss ich jetzt hinfinden. Tja. Die Frage, wie wir da jetzt hinkommen. Vielleicht hier durch? Nee, ne? Ah, hier haben wir noch, auf jeden Fall. Mag Dietrich aufheben. Schwere Munition. So, Zugriff auf Reparaturbericht. Verlassen. Na, vielleicht geht das hier. Scheiße. Ah, hier ist Munition. So, wahrscheinlich die Richtung, ja. Ja. 21 Meter 20. Hier geht's runter. Processing. Look out! Wait, Phantom! Wenn ich jetzt hier runtergehe, warum geht's denn hier nicht links lang? Wie komme ich denn hier rein? Könnte auch ein Fahrstuhl sein hier. Aber ich kann hier nichts drücken irgendwie. 01. Ich würde gerne wissen, wie ich hier runterkomme, Mädel. Ist eigentlich ein riesen Geheimnis hier. Hier nochmal lang gehen, aber ich glaube, da komme ich da nicht lang. Nee. Warte mal, hat der noch was? Nee. Irgendwie da lang. Dürfen auf alles Zugriff haben.
Geht's nach oben? Na toll, jetzt bin ich auch nicht schlauer. Das ist ein Ding, ey. Können wir hier irgendwie durch? Das Badezimmer. Bisschen was für uns. Umleitungsschalter. Ach, alles klar, ich weiß schon Bescheid. No, 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 just leave me alone. Der Umleitungsschalter ist ja hier in der Ecke, ne? Oder? Nee. Ah, hier geht's doch lang. Bin ich bescheuert? Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Mann, Mann, Mann. Unglaublich. Und ich suche mir da einen Wolf, ey. So, und hier hätte ich ja irgendwie das Ziel nicht gefunden, ne? Verbrennung. Kann ich irgendwie hier aktivieren oder so? Kann ich im Kampf verwendet werden? Ich kann überziehen hier. Oh, ist doch zu kotzen. Ich brauche auf jeden Fall Munition, muss die da platt machen, weil ich muss an den Terminal ran. You're not real. You're not real. Hier ist auch nochmal Leiter. Nehmen wir die doch mal kurz. Go away, Phantom. Ach, falsche. Aber nicht irgendwie noch eine andere Waffe? Doch, warte mal. So, Wächtersäbel. Schaden, Spezialeffekt. Welche ist denn das jetzt? Leichte Pistole, Spacer Choice. Schadenprobe. Ja, aber wir müssen ja einen Säbel nehmen. Warum nimmt er den Säbel jetzt nicht? Ach so, okay, ich muss wahrscheinlich
You're not real. You're not real. Okay, mit ihm können wir reden. Phantom. Shoot, scram. You can talk? The Phantom's never talked before. Klar kann ich sprechen. Was hast du dir gedacht? Eaten that sprat raw. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. So, ich bin kein Hirngespinst. Of course. Do excuse me. I experienced brief flashes of mania during which I am visited by the phantoms of my imagination. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. So, du warst ein Ingenieur? I specialized in automechanicals, drones, centuries, repaired them, maintained, upgraded. Ich finde das ja nicht schlecht, aber wir reden hier mal ein bisschen zu viel. So, dann müssen wir jetzt mal nach oben. So, von der anderen Seite, dann geht das auch. Warte mal, hier ist auch noch mal eine Kiste. Neun Schuss haben wir jetzt noch. Sehr gut. Hier sollten wir jetzt richtig sein. So, wir nehmen jetzt mal das Schwert. Waren beide tot? Oh, sehr geil. Hätte jetzt ja nicht gedacht. Ja, wir müssen leider mit dem Schwert jetzt rumlaufen. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Ah, ich verbrenne mich hier. Jetzt müsste der Terminal funktionieren. Dampf ausschalten. Sehr gut. Haben wir erstmal geplündert. Das Schöne ist... Ah, eine Werkbank. Können wir Sachen herstellen. Okay, aber das machen wir mal später. Weil ich will nämlich jetzt das eine Teil noch finden. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Meter, 7 Meter. Vielleicht ist ja auch hier oben oder so. Müssen wir mal gucken. Das sieht gar nicht schlecht aus. If we send the power to Miss McDevitt, what happens to the veil? Process performing. Get ready. Zellen. Ja.
die ist platt, oder? Ja, sehr gut. Keine Munition, das gibt's ja gar nicht. Er hat doch immer auf mich geschossen. Kann man nicht schön haben. Sehr effektiver als die Knarre. Was? So. 5 Meter. Schwimmen wir in die Richtung hier. Fabrikarbeiter. Natürlich Munition, das ist schon mal gut. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Hier in die Richtung. Ah, da ist der nächste. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Die Tube nehmen wir auch nochmal mit. Vielleicht können wir später nochmal mit irgendwas handeln oder so. Sperrt. Gibt es denn hier ein Terminal, wo ich das mit entsperren kann? Ich sehe hier keinen. Ich muss mal da einen Umweg finden oder so. Dann hier wieder zurück. Müsste dann ja auch klappen. Ist auch verschlossen. Da gab es ja nicht noch eine Leiter. War der Meinung, ich hätte hier noch eine Leiter gesehen irgendwo, oder? Oder gibt es eine, die geht runter, ne? Dann nehmen wir auch mit. Wir sammeln erstmal alles ein, was wir hier so finden. Waffenteile, okay. Hier liegt, steht auch was. Das nehmen wir auch nochmal mit. Ja, gut. So, genau hier waren die Leitern, die ich am Anfang gar nicht gesehen habe. Oder geht's auch hier lang? Dann müsste es auch rausgehen. Hier geht's wieder nach unten. Da muss unser Ziel hin. Da. Genau, mit uns kann er sich nicht messen. Sehr gut gemacht. Jetzt finde ich auf einmal viel Munition, ne? Das ist schon seltsam. Ich
vermute mal, hier geht's raus. Und dann müssen wir draußen mal rumlaufen. Und diese 50 Meter da nochmal abkassieren. Das muss doch hier sein, irgendwie. 16. System. Incoming! Ja, mit den Droiden haben wir. Nee, hier geht's. Wir müssen wieder hier rein. Mal sieht es ja ganz gut aus. Once we do this, there's no going back. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir machen müssen. Hey, Mister. Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? If you're sure. I had to ask. So. Haben wir es geschafft? Aber die Fertigkeitspunkte sind auch vorhanden. Oh, 13 Meter, okay, dann müssen wir wahrscheinlich in die Richtung hier. Oder? Das sieht mehr nach in diese Richtung aus. Zehn Meter. Ja, hier lang. Ja, super. Dann haben wir das doch. Incoming. Jetzt sind hier raus. Ach, hier geht's raus. Dann hauen wir hier mal ab und gehen mal, laufen wir quer feldein in die Richtung. Das wäre schlecht, also müssen wir hier oben lang. Oh, das sieht gut aus. Krass, dass er jetzt hier mit seinem Schwert rumläuft. Das sieht irgendwie ulkig aus. Aber okay, war auch sehr effektiv, muss ich sagen. Gerade gegenüber dem Roboter. Das gewusst hätte, hätte ich die Pistole gleich weggepackt. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are. Chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing.
cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? You killed my garden, destroyed my community, sentenced my flock to a lifetime of slavery in Edgewater for a power regulator. Well, shit, I wish it was personal. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. Jetzt habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away. But Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Ich höre in letzter Zeit in den Spielen nur noch solche. Das passt echt zur aktuellen Situation. Tell him how I've made the veil bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. A human body is rich with nutrients. So, okay. 25 Meter. Mit ihm soll ich hier nochmal reden. Marauders can't see us in the dark. Wild canids, on the other hand. The matter's been weighing on me. I'm staying put until I know what's become of Zoe. Don't want that question haunting me all the way back to the cannery. Hier stehen ja alle rum, wie die Ölgötzen. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you, hi. Die wissen das ja gar nicht, dass das war. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so, wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying to everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of three. Also jetzt Nebenmission, ja. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs.
Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. I appreciate you hearing me out, at least. So. Wir müssen auch noch mal reden. I'm not in the lightest of humors right now. The matter's been weighing on me. I'm staying put until I know what's become of Zoe. Don't want that question haunting me all the way back to the cannery. I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. So. Little ways ago. She was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. Was haben wir hier noch? Could be. Dangers are plenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skills, far as I could tell. So. Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Okay. Also, wenn man viel redet, kriegt man natürlich auch viele Aufgaben. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. Could be. So, das haben wir ja alles schon gefragt, ne? So, hier haben wir einen Gefahren. Wie kommen wir denn das Thema wechseln? Ah, alles klar. So, lass uns reden. Das haben wir jetzt getan. Vorteilspunkte, die haben wir nochmal. 10 Stück wieder. Diesmal machen wir das so. Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Das ist diesmal hier so ein bisschen längere Aufnahme. Aber es kann ja auch nicht schaden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Abo nicht vergessen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Und genau, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.